So, hallo, wir machen weiter. Bei Things. Wir waren fertig mit diesem Weg hier. Haben dann, glaube ich, die Monde zurückgebracht und dann kam die Sache mit dem Code oder sowas, ne? Gut, jetzt muss ich mal gucken. Hier, das habe ich auch gespielt und das wäre neu, da bin ich noch nicht rein, ne? Da gehe ich jetzt. Ist das ein Level oder ist das ein Port? Ich will es noch nicht ausprobieren. Ich will da tatsächlich noch warten. Ich werde erst mal die anderen Sachen machen wollen. Gehen wir mal hier hoch. Akunmori. Okay, was ist das? Look out for the red members of the Hakun Clan. They cannot be defeated and will kill you if you touch them. Okay, was für Hakun Clan? Ah, so Schatten-Ninjis oder was? Oh, okay. Das heißt, die machen mich nach oder was machen die? Ich will doch nur mal zurückspringen und gucken. Oh, Mensch. Ich will doch nur mal zurückspringen und gucken, was passiert. Und gucken, was. Also, ob ich will wissen, ob die so zielgesteuert sind oder ob die einfach meine Bewegungen nachmachen. Aber der. Mensch! Dann springe ich mal. Okay, so kann ich es nicht testen. Ich will einfach mal zurück. Ja, okay, ja, machen sie. Kann ich auf den Spin jumpen? Nein. Okay, gut. Also muss ich. Oh Gott. Also muss ich, oh Gott, muss ich immer erst checken, was ich tun will. Wahrscheinlich will ich da dagegen springen. Ich will da wohl dagegen springen, dann vielleicht irgendwie um die rum oder so. Oh je. Ich jedes Mal am Anfang von einem Level, oh je. Ah, unten durch. Und dann hier so drüber oder was? Und dann da. Wie geht's denn dann da unten weiter? Ich wollte doch nur gucken. Okay, da unten ist dann. Was mache ich denn da unten? Uiuiuiuiuiuiuiui. Das wird ja ein interessantes Level. Na, so nicht. So, aber die Musik ist cool. Okay. Ah, ich muss. Okay, verstanden. Ich muss da den. Über den Manche den Block auslösen. Dann geht da wahrscheinlich eine Ranke hoch und dann kann ich da durchlaufen. Ah, so nicht. Das war zu bald. Interessant. Dass auch das möglich ist. Ah, okay. Ich glaube, da will ich lieber drüber springen. Hier unten durch ist ganz gut, aber ich glaube, hier will ich einfach lieber drüber springen. Und dann würde ich gerne richtig springen. Okay. Na! Also man darf kaum anhalten. Na, okay. Ich glaube, mit Spin Jump ist das gar nicht so schlecht, die Idee. Ich glaube, mit Spin Jump ist das gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Gut, und dann das nächste Mal treffe ich den Block einfach. Das wäre doch eine gute Idee. So. Ah, zu bald, okay. Aber nun muss ich aufpassen, ich muss ja unten durch und trotzdem darf mich der Erste nicht erwischen. Ah, scheiße. Wow, das hat geleckt. Ja, ja, ja. Und jetzt wieder hier drüber. Okay, okay. So langsam kann mein Rhythmus raus. Okay, dann kam dann eine Pflanze. Eine Pflanze und da muss ich Spin jumpen und dann kommt auch noch ein P-Switch. Okay.
Den will ich wahrscheinlich nicht gleich drücken. Den will ich wahrscheinlich auch nicht gleich drücken. Scheint mir so. Oder ich will ihn gleich drücken. Ich glaube, ich drücke ihn erstmal und guck dann. Ha, Entschuldigung. Und guck dann, was Sache ist. Ach Mann! Wir haben doch jetzt schon den ersten Teil geschafft, dann können wir doch jetzt hier, ne, und so. So, jetzt rennen wir. Oh, die kommen. Die kommen dann ja auch in der Luft hinterher. Ja, logisch. Wie mache ich das denn dann? Oha. Bisschen zu weit nach rechts gesprungen. Nein, oh, das... Aber ich meine, wir haben schon gesehen, wie es geht. Ich muss halt ein bisschen mehr Geduld haben, dann passt es schon. Nein! Da war sie nicht, die Geduld. Mich interessiert jetzt mal was. Wenn ich wenn ich langsam bewege, müssen die sich doch auch langsam bewegen. Ja, also, die sind wirklich wie Schatten-Marios aus Galaxy. Das heißt, an manchen Stellen ist es vielleicht sogar sinnvoll, einfach mal kurz zu stoppen und vorsichtig nach vorne zu gehen. Die kommen dadurch trotzdem nicht an mich ran. Also, die verfolgen mich nur bedingt. Wenn ich langsamer werde, werden die das auch. Das ist nicht so, dass ich dann irgendwie Zeit verliere. Lul. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber das sah interessant aus. Okay, doch, ich weiß was. Ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Ich glaube, ich habe eine Taktik. Es ist jetzt so die Frage. Erstens, wie oft ich noch in die Aufnahme gähne. Entschuldigung. Und zweitens. Weiß ich nicht mehr. Doch, wann ich den Pistol drücken muss, das war das. Aber ich glaube, da unten ist er dann schon ganz gut am Drücken. Ich glaube, da nehme ich ihn erstmal noch mit. Weil wenn ich auf den drauf springen würde, würde ich da doch runterkrachen. Und ich würde, glaube ich, in dem Speed von dem Spinjump bleiben. Und, dann wird er wahrscheinlich da unten gedrückt. Da war auch ein blauer Block. Habe ich gesehen. Jo, was ist denn jetzt da draußen los? Jetzt fängt es wieder an zu stürmen. Hä? War für heute nochmal Sturm gemeldet? Junge! Hä, hey, heute war gar kein... War heute nochmal Sturm gemeldet? Keine Ahnung. Ja, 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 und dann... Okay, und dann auf die zurück. Auf die zurück. Auf die zurück. Und dann da unten, wie gesagt, mal gucken. Mensch. Oh, da, der Bogen war schlecht, den ich gesprungen bin. War ein schlechter Bogen. Er war besser. Mist.
Nein! Alter, was sind denn das für Lags? Wenn die in einer entscheidenden Stelle kommen, wird's kritisch. Nein, jetzt habe ich es wieder verfehlt. Mann, ich will doch nur die mittlere Pflanze erwischen. So schlimm ist das ja alles hier gar nicht. Ja? Okay. Bestenfalls schmeiße ich den an der Stelle schon, dass ich unten einfach drauf fallen kann oder so. Ja? Oh. Die muss ich werfen. Den muss ich direkt loslassen, den Block, damit der... Ja, verstanden. Ja? Nein! Oh, wir waren weiter. Wir waren deutlich weiter. Okay. Es wird, es wird. Wir machen Fortschritte. Uff. Oh Gott, und oh, habt ihr gesehen, was da kommt? Oh, das wird böse. Das wird böse. Die vielen Wolken, wo ich wahrscheinlich die ganze Zeit ausweichen muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber bis hierhin ging es ja tatsächlich. Heieiei, danach darf dann aber gerne der Midway kommen. Nein! Ah! Oh. Ich habe immer noch nicht richtig gesehen, was ich da machen muss. Ich sehe halt nur, dass es eine große Fläche ist. Aber vielleicht, wenn man sich dann da langsam bewegt, vielleicht kann man dann da ein bisschen weniger hektisch machen. Mal gucken. Mal gucken. Hä? Bin ich an irgendwas hängen geblieben? Ich hatte plötzlich keinen Speed mehr. Hä? Was habe ich getan? War da irgendwas in der Luft? Oh, war da irgendwas in der Luft? Ich bin irgendwie so komisch. Also, gefühlsmäßig bin ich einfach... Wurde ich gestoppt? Ich wurde von irgendwas gestoppt. Bin ich dagegen in einen Block gesprungen, den ich nicht gesehen habe? Hä? Ich hätte jetzt schwören können, dass ich rüberkomme. An irgendwas bin ich hängen geblieben. Vielleicht war da ein Block, den ich nicht gesehen habe. Man weiß es nicht. So. Okay. Ne, Mann! Wie soll ich das denn vernünftig machen, dass der mir nicht ins Gesicht springt an der Stelle? Muss mir überlegen, schon wenn ich springe, wie die danach springen sollen oder wollen oder sollten. Ja? Okay, jetzt bin ich gegen den Stachel, aber diesmal bin ich nicht hängen geblieben. Also da war nichts, woran ich hängen geblieben bin. Ja, aber was hat mich dann vorhin gestoppt?
Ach, keine Ahnung. Vielleicht habe ich eine Taste gedrückt, die ich verpeilt habe. Oder ich bin vom Sprungknopf gekommen. Das könnte auch sein. Vieles denkbar. Nein! So. So. Okay, warte, ja, da ist ein Schlüssel. Okay, doch, das geht. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Okay, das sieht nur durch die vielen Wolken schlimm aus. Aber dadurch habe ich eigentlich sogar mehr Möglichkeiten auszuweichen. Oh. Das ist gar nicht so schlimm. So. Nein! Aber ich wiederhole mich gerne danach, darf dann gerne der Midway kommen. Dann hat das Level so in etwa die Länge, die ich noch akzeptabel finde. Für die Art, wie ich versuche, die Level zu spielen. Ah! Bisschen zu bald gesprungen. Ich habe mir ein bisschen den Kopf gestoßen und bin ein bisschen erschrocken. Na gut. Ach Mann, jetzt habe ich Angst vor dem Sprung. Scheiße. Ah, blöd. Ah, das ist jetzt blöd. Okay. Langsam. Genau. Genau. Okay. Da ist ein Tor. Da ist ein Tor. Ich muss es innerhalb der P-Switch-Zeit noch schaffen. Legitim, aber machbar. Man muss es nur wissen. Jetzt frage ich mich nur, laufe ich einfach durch das Tor durch oder muss ich nach oben drücken, um durch das Tor zu kommen? Es wäre ein bisschen bitter, wenn ich nach oben drücken müsste und es verpasse den Moment. Ich hoffe, ich laufe einfach irgendwie durch, dass da ein Warp-Block ist oder sowas. Ah, ich hoffe, ich laufe einfach durch. Ich muss es... es lässt sich ja nur ausprobieren. Also an dem richtigen Moment nach oben zu drücken, weiß ich nicht. Wäre ein bisschen fies, wenn man so verfolgt wird. Ach, Mist. Was war? Ich hab die Taste verwechselt. Oha. Ich mache hier schon wieder Sachen. Nein! Normalerweise klappt der Sprung doch aktuell. Was soll das denn? Oh Mann! Lass mich doch wieder zu dem Wolkenabschnitt nach hinten. Es rumpelt schon wieder draußen. Was ist denn das?
Nein, zu weit. Ah. Zu weit. Och, Mann, oh. Ah. Hektik mag der Ersteller schon sehr, ne? Ja, gut, ist... Was wie tut? Ich weiß es nicht, glaube ich, ja. So. Oh. Nice. Okay. Okay, jetzt kommen keine komischen... Okay, jetzt kommen andere Ninjis hier. Die reagieren auf mich. Okay. 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 Dann will ich den wohl drücken. Okay, dann will ich da in die Wolken. Das habe ich mir gedacht und dann... Oh, und dann muss ich da unten drauf landen auf dem. Okay, okay, okay. Das scheint aber gut zu funktionieren, also... Das scheint automatisch zu passen einfach. Ja. Jo. Ah, und dann muss ich den Yoshi verfüttern. Und dann springe ich auf Yoshi drauf und dann... Hi. Dann geht's mit ein paar größeren Ninjis weiter. Ja, gut, aber immerhin nicht mehr die roten. Die waren ein bisschen stressig. Jetzt auf Yoshi. Und dann auf Yoshi weiter. Okay, und dann auf Yoshi weiter. Okay. Das ist jetzt wieder etwas interessanter. Der Abschnitt mit den roten war okay, aber da ist mir das hier fast lieber. Die Variante mit Ninjis ist mir dann fast lieber. Die ein bisschen auf mich reagieren, die ich so steuern kann. Das ist ganz cool. Also, der Abschnitt mit den Roten war auch cool, aber muss ich jetzt nicht nochmal haben. No! Ah, scheiße. Okay. Okay, da muss ich dann ein bisschen mit mehr Speed runterspringen. Aber der Anfang läuft ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist ganz cool gebaut. Das ist jetzt wieder so ein. Mensch. Wieso habe ich den jetzt verfehlt? Da. Ups. Jetzt kommt mir das gerade, das sind dann die Ampelfarben. Rot. Grün. Gelb. Cool. Nein, Mann. Das ist doch nicht schön. Mist. So. Okay. Okay. Oh, das... Okay, das geht mit einem kaputt.
War da eine 1 drauf? Hab's nicht richtig gesehen. Ich glaube, da war eine 1 drauf. Oh, das geht mit einem Sprung kaputt. Ich habe mich schon gewundert, dass ich jetzt kurz ausschnaufen darf. Ich darf natürlich wieder nicht ausschnaufen, ist klar. Hektik mag er, wie gesagt. Und er mag auch einmalige Chancen. Okay. Schusch. Ah ja. Ich dachte kurz, ich nehme nicht auf, aber... Hat sich erledigt, war eine falsche Anzeige. Nein! Nicht mit Spinjump bringt mir gar nichts. Kann ich doch wieder die roten Ninjis zurückhaben? Das ist ganz schön schwer, der Abschnitt. So. Okay, jetzt. Jetzt hier rüber und dann... Okay. Also da waren blaue Ninjis jetzt. Was ist jetzt mit denen anders? Die kommen dann von links oder wie einfach? Aber da waren auch blaue Münzen, also muss ich da irgendwas mit Spinjump machen. Habe ich noch nicht verstanden. Das habe ich noch nicht verstanden. Na, ach Mann. Ah, doch, ich sehe es. Ich sehe es, die bleiben hängen. Die Ninjis bleiben hängen, da sind Netze. Da sind Netze, da bleiben die Ninjis hängen. Und dann kann ich über die Spinjump runterwärts. Irgendwie so. Nein! Ich wollte gerade sagen, den Yoshi treffe jetzt immerhin öfter. Und dann hat sich das gleich wieder erledigt gehabt. Aber das war kein Spinjump. Knapp daneben ist auch vorbei. Ach Mensch, die Gänerei nervt. Nee. Ach, Mano. Ich glaube, ich werde zu unkonzentriert. Ich glaube, es ist besser, den Part zu beenden. Ich glaube, das ist jetzt wieder so ein Moment, wo ich ausgeschlafener dann besser werde. Jetzt wird es immer schlimmer. Weiß es nicht. Okay. Genau. Und dann auf den und da. Okay, aber wir haben Fortschritt gemacht. Ich bin wieder etwas munterer. Mit Fortschritt werde ich auch immer ein bisschen munterer und motivierter. Dann ist da unten noch eine Plattform. Dann hilft mir der gelbe wieder runter. Dann war da ein On-Off, den ich drücken muss. Eieiei. Ja, das habe ich mir gedacht. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Okay, wie mache ich das?
Oh Gott, ich sehe das noch zu wenig. Ich muss mir das mal auf Pause anschauen, wenn ich dort bin. Nein! So. Ah, ich springe auf den. Und dann ist da ja, dann geht ja der Block an, hä? Dann will ich den ja gar nicht, hä? Will ich den dann überhaupt auslösen? Ich denke schon, ich weiß zwar nicht wieso, aber ich scheine den... Habe ich dann da endlich mal einen kurzen Moment, wo ich verschnaufen kann? Sollte es möglich sein, dass ich da mal einen kurzen Moment Verschnaufpause habe, nachdem ich den ausgelöst habe, den Block? Sollte das möglich sein? Das wäre ja sensationell. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Ich glaube fast, ich will den nicht auslösen, weil ich komme noch dann gar nicht mehr zurück. Oder doch? Oder nicht? Keine Ahnung. Da war noch irgendeine Shell weiter drüben. Oh, vielleicht löst die Shell den wieder aus. Oh, ja, das könnte sein. Oha. Einfach den ersten übersprungen. Es könnte sein, dass die Shell den auslöst. Ach, Mist. Ah, Mann. Nein. Ach Mann! Hör halt auf, den Yoshi zu verfehlen, du Depp. Mittlerweile müsstest du doch mal ein Gefühl dafür haben. Kerl! Ja! Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich habe an sich keine Verschnaufpause. Ich muss den gelben dann springen lassen. Dann wird der On-Off automatisch ausgelöst. Dann lande ich auf dem gelben und komme so durch die Lücke durch. Ist das gut gebaut. Also, wenn ich mich aufrege, dann nicht über das Level-Design in dem Level. Das Level ist wirklich gut. Ich reg mich nur über meinen Spielstil auf. Ja, weil ich hier einfach Fehler mache, die nicht sein müssten. Also das Level ist super. Das Level ist super. Bevor wieder jemand meine Aufregung falsch interpretieren sollte. So. Okay. Ja, und jetzt so nämlich. Und dann kommt er wieder. Genau so. Genau so. Okay. Und dann weiß ich noch nicht, was kommt. Da kam eine relativ große Fläche. Ich habe da fast so eine ungute Vorahnung. Aber vielleicht bewahrheitet die sich ja auch nicht. Nein. Okay. Ah, schade. Ach, Mist. Also, aber spätestens bei 40 beende ich den Part trotzdem, egal ob ich es dann geschafft habe oder nicht, weil ich kann die Parts halt nicht allzu lange machen. Sollte klar sein. Dann hätte ich es halt gern geschafft. Wobei ich noch nicht mal weiß, wann das Ende kommt. Also, ne? Kann ja sein, dass danach noch ganz viel kommt. Ich habe so das Gefühl, wir werden die Roten nochmal sehen. Weiß es aber nicht. Wegen mir können die gerne wegbleiben.
Wegen mir dürfen die gerne wegbleiben. Ba, 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 bam. So, zack. Nein. Ah, es dauert halt so lange, bis man dort ist. Es dauert halt so lange, bis man dort ist. Come on! Ach Mann, den Yoshi verfehlt nervt. Dass ich das nicht koordiniert... Oh, dass ich das nicht koordiniert bekomme. Nein! Oha. Oha. Ja! Nein! Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, die kommen nochmal. Oh, dann kommt noch irgend so ein Parcours. Oh, nee. Please. Please, no. Oh, ich hab den Block nicht erwischt. Oha. Ah, oh, dann kommen die doch nochmal. Ja, es war zu erwarten. Es war zu erwarten. Ich hatte ja schon so eine ungute Vorahnung. Es war zu erwarten. Hm. Nein, wieso schaffe ich es nicht mehr da drauf? Jetzt haben wir gleich 40, das ist doof. Das schaffe ich nicht mehr in dem Part. Tut mir leid, das schaffe ich nicht mehr in dem Part. Muss im nächsten Part passieren. Nein! Nein, ich wollte gerade sagen, wobei ich jetzt schon doch recht oft hinkomme. Aber noch nicht ausreichend genug oft. Ach Mann! Ach, ich erhöhe auf 50. Mann! Es reicht nicht, ja. Oh.
Ach, Mann, ist ne. Oh, ich. Also, nochmal, nicht das Level nervt, das Level ist super. Irgendwas werfen. Ich habe schon wieder dieses Dranggefühl, irgendwas zu werfen. Oder warte, ich habe doch hier Stressbälle. Moment, wo habe ich die? Noch mein Stressball. Nein. Wo ist mein Stressball? Da! Moment! 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 Ah, Stressball! So. Sehr gut. Der hat sich gefreut. Okay. So. Gut. So. Okay. Nein, das zu verfehlen ist ärgerlich auch. Ja. Ja. Ich komme über diese Stacheln und ich habe immer noch nicht gesehen, was da kommt. Oh, ich will doch nur wissen, was da kommt. Menno. Oh, das war zu bald. Stressball. So. Nein, ich hab's Gefühl gehabt, es wird zu hoch. Ich hatte das Gefühl, es wird zu hoch. Ach Mann! Da, 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 da. Yes. Yes! Jetzt einmal da. Okay, was ist. Was ist das denn? Oh. Scheibenhonig. Okay, da muss ich dann ein paar Mal den On-Off drücken. Okay. Interesting. Da müssen wir dann noch ein paar Runden extra drehen, scheinbar.
Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. So. Okay. Nein! Ah, aber ich denke so, wenn ich so hin und her jongliere, sollte das ganz gut funktionieren. Ich habe ja keinen Zeitdruck. Ich habe ja an sich keinen Zeitdruck. Ich kann es ja ruhig angehen. Ja! Ja! Sind wir durch oder was ist los? This is Binji the Ninja, a masked man owes him $5 and he is training to get it back from him. He will kill you if you touch him. Oh nein, wegen dem Mond jetzt oder was? Hat er einen Rhythmus? Jetzt hoch? Okay. Okay, nach dem kleinen Sprung kann ich hinterher. Jetzt. Ich hätte ja nicht nochmal sterben wollen. Oh. Ich will nur kurz wissen, ob es stimmt. Warte. Speichern, zurückspulen. Oder ob das jetzt ein Gag war und man killt den einfach, weil es der normale Ninja ist. Das interessiert mich nur kurz. Okay, kein Gag. Alles gut. Alles gut, kein Gag. Okay, guck mal noch kurz Mond. Oh. Es war ein cooles Level. Keine Frage. Ich bleib dabei. There are 50 moons. Okay, danke für die Info, I guess. Okay, wie soll ich denn den schaffen? Ah, so. Ohne den Leck halt dann. Oh mein Gott. Okay, da warten wir eine Runde. Ja, so dann. Puh. Okay, ich habe keinen mehr. Schade. Dachte, vielleicht habe ich wieder einen aufgespart, aber habe ich nicht. Okay. 50 Moons in total. Spannend. So. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Nächstes Mal gehen wir in Mixed Realities. Mal gucken, was das ist. Klingt interessant. Tschüss.